Egas Worte in Gitarre X auf Marabu. Russland würde einen Wirtschaftseinbruch von 10-30% erleiden und das McDoof wieder aufmacht unter anderem Namen. Was daran Wirtschaftseinbruch sein soll, ein Ami-Unternehmen unter eigener Firma weiterzuführen, wird mir nicht erzählt, wie ich auch nicht kapiere, was am russischen Erdölverkauf zu wesentlich höheren Preisen Wirtschaftseinbruch sein soll. Allerdings, wenn man russische Erdgasvorzugspreise, die die Russen den Deutschen gewährten, sei es, weil die Verträge älter waren, sei es, weil die Russen mit Geschenken an die Deutschen wieder einmal gut Wetter machen wollten, in den Ami-Westwind schießt, um dann Erdgas von anderswoher zu wesentlich höheren Preisen zu kaufen, womöglich auch russisches, dann ist es wirtschaftlicher und politischer Irrsinn. Dergleichen kommt meines Wissens in keiner offiziellen Volkswirtschaftslehre vor. Womöglich gab es einige Erfinder solcher Lehren früher in den geschlossenen Abteilungen der Psychiatrie. Heute sitzen die offenbar in den Ministerien, Regierungen, Stiftungen und Zeitungsredaktionen. Egas Worte in Gitarre X auf Marabu. Habeck nennt es einen moralischen Skandal, dass der Tankrabatt nicht an die Verbraucher weitergegeben wird. Der moralische Skandal ist schon immer der Kapitalismus und dessen Herrschafts- und Regierungspersonal sowieso. Das kommt dem Minister nicht in die Wörter. Er kann es wahrscheinlich gar nicht denken. Sonst hätte er 2021 kaum Minister werden können. Habeck selbst ist ein Teil dessen, was moralisch skandalisiert werden muss. Einige tun es. Übrigens und nicht zuletzt sehen wir am Habeck'schen Moralisieren eine der üblichen Propagandismen, wo die Rechtsstaatlichkeit negiert wird und werden soll, wird gern und oft moralisiert. Wenn der Feind das Recht einhält und juristisch nicht dafür belangt werden kann, da er nichts anderes tut, als Recht einzuhalten, wird er eben moralisch verurteilt. Egal ob Stalin, UdSSR, DDR, Stasi, Putin und so weiter. Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Egas Worte auf Marabu. Egas Worte in Gitarre X auf Marabu. Im Staats-TV ein Bericht über Drogenkartelle. Drehort ist Mexiko. Ein Auftragsmörder wird interviewt. Noch nie seien so viele Menschen in den USA an einer Überdosis gestorben. Die Drogennachfrage steigt in den USA und damit auch in Europa, wird gesagt. Gemeint sein dürfte auch hier die EU und nicht der Kontinent. Diese Nachfrage lässt auch die Bestechung der Grenzbeamten steigen und die Nachfrage nach Auftragsmorden wird zwar nicht direkt gesagt, aber doch wird der Zusammenhang mehr als nur angedeutet. Das darf nicht einmal angedeutet werden. Doppelpunkt. Die DDR hatte das beste Geld der Welt. Für 30 Mark, also für 5-10% des Nettoeinkommens, konnte man eine Wohnung mieten. Energie fürs ganze Jahr war hoch subventioniert. Aber die Mädchen und Drogenhändler der Welt wollten es nicht haben, unser Geld. Also gab es auch keinen Markt für Auftragsmorde. Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Egas Worte auf Marabu. In einer Woche mehr.